heute Pizzeria-Öffnung. Oh, schau mal hier in der Zeitung. Da steht etwas von einer Pizzeria-Eröffnung. Da rufe ich doch gleich mal an. Da können wir uns vielleicht Pizzen bestellen? Oh ja, finde ich super die Idee. Oh, die Nummer ist 555 Pizza. Ja, Pizzeria Giovanni, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Jansen mein Name. Ich hätte gerne 4 Pizzen bestellt. Oh, das ist ja ganz schlecht. Ist so viel zu tun. Pizzafahrer hat gar keine Zeit. Sie müssen vorbeikommen und sich hier anstellen, dann können Sie Pizza bekommen. Ja, danke. Dann kommen wir gleich vorbei. Dann holen uns die Pizza so ab. Ja, wir freuen uns. Heute ist auch die große Neueröffnung von unserer Pizzeria. Bis gleich. Non più 3 farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Katastrophe, wie soll ich das nur alleine schaffen? Die nächste Pizza ist fertig, Pizza Salami, Peperoni zum Abholen. Na Kinder, schmeckt's euch? Mmh, Mama und Sie. So Justus, so eine leckere Pizza habe ich ja noch nie gegessen. Jetzt lass uns schnell aufessen und dann nach Hause. Du musst noch Hausaufgaben machen. Och mein Papa, ich möchte viel lieber mit meinen Kumpels auf dem Bolzplatz Fußball spielen. Mann, ist hier viel los. Kein Wunder, dass Sie die Pizza nicht liefern konnten. Naja, dann stellen wir uns an. Wir wollen ja schließlich Pizza essen. Oh, das Geschäft, das blüht heute aber. Der fährt aber stürmisch. Ach Mensch, Papa, wie lange dauert das denn noch? Ich wollte doch Pizza essen. Greta, noch ein bisschen Geduld. Wir sind ja jetzt schon in der Mitte. Kann nicht mehr lange dauern. Look at me! Hier gibt's einen schönen Luftballon. Look at me! Mama, was soll denn das bedeuten, was der gerade eben gesagt hat? Der hat gesagt, schau zu mir. Die verteilen dort Luftballons für die Gäste scheinbar. Na, meine Kleine, was für einen Ballon möchtest du denn gerne haben? Ich würde gerne den lilanen Stern haben. So, bitteschön, da hast du dir aber den schönsten Ballon ausgesucht, den wir hier haben. Danke. Na, Greta, da hast du aber einen schönen Luftballon bekommen. Och Mann, jetzt ist der auch noch kaputt gegangen, der schönste Ballon von allen. Aber jetzt lohnt es sich ja auch nicht mehr, einen neuen zu holen. Wir sind ja gleich dran. Ah, hallo. Was möchten Sie haben? Ja, wir sind die Familie Jansen. Wir hatten ja vorhin angerufen. Wir hätten gerne eine Familienpizza. Gar kein Problem. Sie bekriegeln gleich die Familienpizza. Ich schnell den Ofen machen, dann können Sie mitnehmen. Oh, Tomatensauce ist alle. Ich muss erstmal eine neue Dose aufmachen. Oh, Mist. Eieiei, jetzt haben sie sich aber eingesaut. Wollen Sie ein paar Servietten haben? Hier liegen welche rum. Nein, ich mache gleich selber. Schnell mich neue Kittel anziehen. Dann sehe ich wieder aus wie neu. Oh Mann, ruf mal schnell jemanden Krankenwagen. Der Pizzabäcker hat sich verletzt. Er ist voller Blut. Ja, okay. Ich darf schnell anrufen. Momento. So, ich mache Ihre Pizza noch schnell fertig und dann ziehe ich mich um. Dann muss ich kurz 2 Minuten Pause machen. So, bitteschön, da ist Ihre schöne Pizza mit Salami drauf zum Mitnehmen. Viel Spaß und guten Hunger. Ja, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit Ihrem neuen Laden. Danke, danke. Ich wische mich erstmal das Gesicht sauber. Huch, was ist denn hier los? Wieso kommt denn der Krankenwagen? Hat sich jemand verletzt oder ist was passiert? Zur Seite, schnell! Wo ist der Verletzte? Der ist da hinten in der Pizzeria. Lassen Sie uns bitte durch. Hm, komisch. Hast du irgendwas mitbekommen? Weiß gar nicht, warum der Krankenwagen hier ist. Was ist passiert? Wo ist der Verletzte? Welcher Verletzte? Ich sehe keinen Verletzten. Das Rote, das ist Tomatensauce. Die war... Ist mir die Dose aufgespritzt hier. Hm, tja, dann war's wohl falscher Alarm. Naja, was soll's. Können wir das als kleine Pause nutzen und uns gleich eine Pizza mitnehmen? Was hältst du davon, Irina?
Ja, finde ich super die Idee. Vor allem, weil wir uns nicht hinten anstellen müssen. Wir stehen ja schon am Anfang. Die Pizza schmeckt ja köstlich. Hoffentlich können wir die zu Ende essen, bevor der nächste Einsatz kommt. Gleich vorbei. Es ist ja nicht weit von Ihnen, von uns. Na Mädchen, welchen Luftballon möchtest du denn gerne haben? Hey yo, was ist denn da passiert? Der Mann blutet. Ruf einer den Krankenwagen, sofort!